Berlin, die Stadt, die wächst. An jeder Ecke wird gebaut. 40.000 Neu-Berliner jedes Jahr. Wer kaufen will, muss tief in die Tasche greifen. Die Quadratmeterpreise haben sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Ein Preistreiber? Immer mehr Luxus-Apartments im Stadtzentrum. Diese Terrasse gehört zu einer 90-Quadratmeter-Wohnung, verkauft für 700.000 Euro. Die künftigen Bewohner freuen sich auf den Umzug, sind aber auch nachdenklich. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die Stadt weniger interessant wird, dass so ein bisschen die Kunstszene und die Kreativszene ein bisschen zurückgedrängt werden, weil die Mieten steigen. Es ist so, dass die Leute, die wenig Einkommen haben, das nicht mehr bezahlen können. Das macht mir ein bisschen Sorge, dass Berlin sich so hinentwickelt zu einer sehr teuren Stadt, die dann nicht mehr so interessant ist. Im Zentrum des Streits die Altbauten. Wie schnell und wie hoch dürfen die Mieten steigen nach einer teuren Sanierung? In diesem Haus sind fast alle Mieter raus, bis auf eine Wohngemeinschaft. Sie hat geklagt. Die Sanierung sei teurer als nötig und hätte ihre Miete verdreifacht. Die Folge: Räumungsklagen und Nervenkrieg mit dem Eigentümer. Noch immer laufen Gerichtsverfahren. Dies ist eine Mieterstadt. Es gibt einen Schutz dafür. Es gibt darauf ein Recht. Und da kommt niemand daher und kauft einfach und schmeißt mich mit solchen Methoden raus. Es brodelt in der Stadt. Die Auseinandersetzung zwischen Eigentümern und Mietern verschärft sich. Es gibt Zwangsräumungen, Polizeieinsätze, Demos. Und die Berliner diskutieren, wem gehört eigentlich ihre Stadt? Ein kleiner Teil gehört ihm, Jakob Mähren. Der Berliner startete vor 15 Jahren im Immobiliengeschäft mit einer Wohnung. Heute sind es mehr als 2.000 und deren Wert steigt weiter. Die Mieter, betonte, sind für ihn keine Gegner, sondern Partner. Unser Geschäftsmodell basiert nicht darauf, dass wir den Mieter rauswerfen und die Wohnung dann verkaufen, sondern im Gegenteil, ohne den Mieter könnten wir dieses Geschäft nicht betreiben. In der Regel tun wir was für den Mieter, wir entwickeln das Haus, wir machen eigentlich das gesamte Objekt wohnlicher. Und wenn das Objekt Leerstand hat oder auch Leerstand bekommt, weil einfach Leute kündigen oder ausziehen, sanieren wir in der Regel die Wohnungen, wenn sie im unsanierten Zustand sind, und vermieten diese dann neu. Und dann wird es auch ein bisschen teurer? In der Regel, wenn wir Geld investieren, wird es teurer, ja klar. Die Mieten in Berlin sind rasant gestiegen, um über 50% in den letzten 5 Jahren auf durchschnittlich 10 Euro pro Quadratmeter. Geht das so weiter? Dass sich die Mieter fürchten vor einer Entwicklung, wie sie in den letzten Jahren war, ich glaube, da kann ich ihnen ein bisschen die Angst nehmen. Also das ist meine persönliche Vermutung. Ich glaube, dass nach wie vor sich der Berliner Markt entwickelt, sowohl was Kaufpreise angeht, auch Mieten, aber eben nicht in der Geschwindigkeit wie in den letzten Jahren. Trotzdem, bei den Berliner Mietern ist das Misstrauen groß. Dieses Haus sollte verkauft werden. An wen, sagte man den Mietern nicht. Sie hatten Angst um ihr Zuhause und fanden eine ungewöhnliche Lösung: selbst kaufen. Die Idee ist quasi, dass uns das Haus als Kollektiv gehört und wir alle aber weiterhin Miete zahlen, aber geringe Mieten und garantiert geringe Mieten, damit wir eben bleiben können. Das ist sozusagen unser Ziel. Die Idee kommt vom sogenannten Mietshäuser-Syndikat. Das hilft auch dabei, mehr als 2 Millionen Euro aufzutreiben. Wir als Mietshäuser-Syndikat haben gute Kontakte zu Banken und Stiftungen, die das Grundkapital, das Fremdkapital finanzieren können. Also ein Haus braucht 80% Fremdkapital. Das heißt, also die größte Summe kommt von der Bank. Trotzdem kein Hauskauf ohne Eigenkapital. Damit aus den Mietern Eigentümer werden, müssen sie viel Geld beschaffen. Hier müssen etwa 400.000 Euro darüber aufgebracht werden. Und diese 400.000 Euro kommen über viele kleinere Kredite zusammen. Das sind Kredite im Allgemeinen, die zwischen 1.000 und 5.000 Euro liegen, von den Leuten selber, von Freunden und Bekannten. Gehört das Haus erst ihnen, stehen die Bewohner vor ganz ungewohnten Fragen. Damit das Projekt sich rechnet, müssen sie sich selbst die Miete erhöhen. Wie funktioniert das? Ja, das funktioniert so, dass wir halt auch das versuchen, in der Gemeinschaft zu entscheiden. Also wir treffen uns zum Beispiel unten im Hof, trinken was, grillen und diskutieren halt, was wir bezahlen können. Wir haben wirklich am Anfang einfach Umfragen gemacht und gesagt, ganz spontan, wie viel würdet ihr erhöhen können? Und daraufhin haben wir Antworten bekommen, die wir schon mal als erste sozusagen Ansatz haben nehmen können. Und ja, und das diskutieren wir einfach. Ganz Berlin diskutiert, wie teuer darf Wohnen werden?
und wem gehört die Stadt